sollte man jeden Tag auf einer hauchdünnen Barfußsohle gehen oder laufen? Darum geht es hier in diesem Video und ich erzähle euch meine Meinung. Ich bin die Schuhentwicklerin von Tarasols Barfußsandalen und ich möchte euch gerne erklären, warum ich es in diesen Zeiten für wichtig finde, dass man nicht nur auf einer hauchdünnen Barfußsohle unterwegs ist. Außer man ist natürlich auch in einem anderen Geh- und Laufverhalten unterwegs. Und das ist wichtig, weil wir im Grunde, und das wissen wenige Menschen, wir haben eine ganz natürliche Dämpfung im Fuß und das ist der Vorfuß, das ist der Ballen, das ist die sogenannte gepolsterte Zone des Fußes. Und wenn man hier auf dem Ballen vorfüßiger gerade auftritt, dann nutzt man eben die körpereigene Dämpfung. Die meisten Menschen sind allerdings mehr auf dem Fersengang unterwegs. Das heißt, sie laufen speziell auf der Ferse und dann kommt dieses sogenannte Abrollen. Und wenn man das praktiziert und sein Gangverhalten nicht umstellt, dann empfehle ich keine Barfußschuhe, weil wenn man sich einfach beim Gehen mal die Finger in die Ohren hält, dann hört man ganz laut Krach. Ja, und da ist im Grunde das Gehen über die Knochenkette das Problem, weil die Stöße über die harte Ferse, was ja der knöcherne Teil des Fußes darstellt, bis in die Knochenkette, in die Wirbelsäule, bis ins Gehirn im Grunde weitergeleitet werden und dadurch natürlich zahlreiche Irritationen auftreten können, bis hin zu Gelenkverschleiß. So sollte man also, wenn man diese Art von Gehen praktiziert, das heißt, wir gehen über die Ferse, sollte man dann tatsächlich ausschließlich in sehr, sehr dünnen Barfußsohlen unterwegs sein? Und die Antwort, die ich hier geben kann an dieser Stelle, ist natürlich ein ganz klares Nein, das solltest du nicht. Das heißt, bevor du nicht deinen Gehstil optimiert hast, indem du einfach die natürliche Körperdämpfung nutzt, indem du flacher gehst und vorfüßiger aufkommst auf den Fuß und dieses sogenannte Auftreten vermeidest, würde ich dir empfehlen, lege dir in deine Barfußschuhe am Anfang noch eine Zwischensohle rein, die auf jeden Fall auch die Stöße vermeidet. Und dazu empfehle ich auch die Motosol-Geleinlagen, die wir auch hier in unserem Shop verkaufen. Die sind absolut genial. Dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Schaut euch das mal an. Und ich möchte euch jetzt auch gerne eine Alternative vorstellen, warum wir hier bei Tarasols eine spezielle Sohlentechnologie entwickelt haben, die das natürliche Gehen und Laufen für deine Füße ermöglicht bei gleichzeitiger Freiheit für deine Füße. Das heißt, wir haben natürlich auch sehr guten Zehenraum. Wir entwickeln ja ausschließlich Sandalen. Das heißt, wir haben eine Form entwickelt, in der deine Füße auch wirklich zu Hause sind und sich ausdehnen können. Das hier ist der Woodstock und anhand dieses Modells möchte ich euch gerne erklären, warum wir eine andere Sohle entwickeln als bei herkömmlichen Barfußsandalen. Hier verwenden wir als erstes die Vibram-Untersohle. Das heißt, wir haben hier eine sehr hochwertige, super leichte Kautschuksohle mit einem genialen Profil für alle Untergründe. Wir haben Rutschfestigkeit bei Nässe, wir haben Rutschfestigkeit auch bei Geröll. Und diese Sohle ist knappe 4 mm, wobei im Grunde das Profil schon mit eingerechnet ist. Es ist eine wirklich super leichte, dünne Untersohle. Dann haben wir für die Zwischenschicht eine Kork-Latex-Sohle und ihr seht das auch, die ist in alle Richtungen biegsam. Normalerweise ist Kork ein brüchiges Material, aber wenn man das Latex, das ist ja eine gewonnene Milch aus einem, sage ich mal, Gummibaum, wenn man das zumischt, dann wird das Kork sehr, sehr weich, flexibel und bricht auch nicht mehr. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr hochwertiges Kork, was wir in Portugal speziell auch für diese Sandalen entwickeln. Und auf diesem Kork, das zeige ich euch jetzt hier an einer anderen Komponente, haben wir hier noch eine ganz hauchdünne Poron-Zwischenschicht eingearbeitet. Das heißt, wir haben ja hier oben ein Mikrovlies, was wir auch entwickeln in eigenen Manufakturen und das garantiert auch, dass wir die Sandalen sehr einfach reinigen können und das reibt sich auch nicht ab. Das heißt, es bleibt auch so ganz, ganz, ist es weich am Fuß und gleichzeitig ist es auch ein bisschen rau, so dass man nicht hin und her rutscht, was wichtig ist. Deshalb verwenden wir speziell dieses Material. Es ist auch schadstoffgeprüft, wir haben das richtig in Laboren eingeschickt und es ist schadstoffgeprüftes Mikrovlies, made in Germany. Und
Zwischen dem Kork und dem Mikrovlies haben wir eine 1,5 super dünne Poronschicht aus der Orthopädie eingearbeitet. Und Poron ist ein Material, was ganz leicht Stöße abdämpft. Das heißt, kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Die meisten Menschen laufen hart über die Ferse und knallen sozusagen mit der Ferse auf den Boden. Und aus diesem Grund haben wir an dieser Stelle hier das Poron, was ganz leicht auch die Stöße abdämpft. Denn die meisten, die Barfußschuhe tragen, die steigen ja immer mehr auch um, die trainieren auch und üben auch den natürlichen Gehstil, so wie wenn man rückwärts läuft, so sollte man auch vorwärts laufen. Das ist die ganz knappe Erklärung dafür. Und das Poron ist eben trotzdem da, weil wir uns eben doch meistens auf harten Böden bewegen. Und wenn wir jetzt diese Schichten alle zusammenkleben, wir verwenden übrigens auch schadstoffarmen Kleber aus der Orthopädie. Die meisten Materialien sind eben schadstoffgeprüft. Das ist ganz wichtig auch in der Orthopädie und wir verwenden auch wirklich nur sehr hochwertige Materialien. Wenn wir diese beiden Sohlen jetzt zusammenkleben, dann ist die Sohle immer noch unter einem Millimeter und sie ist, ich zeige das hier mal an diesen Sandalen, in alle Richtungen beweglich. Ja? Und diese Sohlen verwenden wir bei dem Woodstock, das ist hier dieses Modell, beim Santiago, beim Easy Flip und beim Alegria. Und das ist auch alles sehr, sehr leicht und diese gesamte Technologie, die wir entwickelt haben, ist eben sehr speziell, denn ich würde sagen, die existiert noch überhaupt nicht in der Barfußszene und deshalb nennen wir diese Sandalen nicht nur Barfußsandalen, sondern im Grunde sind es auch minimalistische Sandalen. Ja? Das heißt, wichtig ist immer, dass wir keine Sprengung haben. Das würde bedeuten, dass die Sohle hinten hochgeht. Sie ist ebenso flach wie der Fuß selber und das nennt man Zero Drop. Und das ist eben das ganz Besondere bei Tarasholz Barfußsandalen. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Stöbern in unserem Shop.